Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond oder so mit dem Alex und dem Henry. Uhu. Hallo. Paul ist nicht dabei, der kann gerade nicht, der ist noch unterwegs, aber der stößt vermutlich gleich dazu. Also wir haben jetzt eine neue Aufnahmesession, wie man das jetzt sieht, glaube ich. Und ich muss gerade gucken, was habe ich denn jetzt nochmal gemacht? Ich wollte, glaube ich, einen Baum pflanzen, aber ich habe kein Setzling mehr im Inventar und ich weiß nicht, wo der hin ist. Irgendwen haben wir eins zugeschmissen. Ich weiß nicht, ob du so Alex warst. Aber ich habe keinen mehr. Ich habe die Kisten gerade eben schon durchgeguckt, aber keinen gefunden. Wo habe ich die denn nochmal gebraucht? Von welchem Setling sprechen wir jetzt gerade? So ein Slime-Setling. Ich wollte irgendwas daraus bauen. War das was für meine Spitzhacke? Ich habe davon Stack gebaut. Hammer oder was ich bauen wollte? In den kam Stackweise. Ja, King, das wollte ich doch bauen, oder nicht? Ach, Mann, ey. So. Ich hab das auch nicht mehr. Ich brauche noch eine Platte für den Hammer. Und hier habe ich auch nichts drin. Ist doch jetzt blöd. Seid ihr bereit, mir noch eins zu geben? Was kriegen wir dafür? Oder ich gerade aktuell? Meine Anerkennung. Nee. Das reicht euch nicht. Also für Enderperlen kriegst du so, Robert. Ich habe keine Enderperlen, tut mir leid. Da musst du mich auftreiben. Ich brauche unbedingt Enderperlen. Ja, ich brauche die halt auch. Ich habe eine Sache, die ich brauche, das sind Enderperlen. Das ist richtig scheiße. Das habe ich mir jetzt gemacht. Ich habe Kupfer, Kobalt und Andite. Andite? Ja. Ich will einfach nochmal Andite drauf machen, damit er mehr Leben hat. Andite gibt 450. Boah, Alter, ich drück die ganze Zeit alt, um mein Inventar wegzumachen, ne? Hast du nicht mehr auf alt? Nee, ich hab's jetzt auf F. Hast du umgelegt? Ja. Aber ich hab jetzt... Das meiste ist einfach so Damage-Sachen. Die ganzen letzten zwei Tage Terraria durchgespielt. Also nicht durchgespielt, aber die ganze zwei Tage auch durch die Terraria gespielt. Terraria. Und da hab ich's halt auch auf alt. Deswegen bin ich gerade die ganze Zeit noch verwirrt. Ich hab hier. Oh, man hört vielleicht, ich bin ein wenig krank. Wie viel braucht man denn für so eine Platte? Das ist wie viel Metall braucht so eine Platte? 7. 8. Ich hab erst 6, also brauche ich noch 2 normale Andit-Waren. Hab ich noch welche? Ja, hab ich noch, okay. Und das mal alles einschmelzen. Und dann hab ich auch nicht meinen Hammer. Mal gucken, was mache ich denn danach? Wo war ich denn aktuell dran? Stimmt, hier war ich dran. Ich erinnere mich. Was brauche ich dafür nochmal? Wolle. Habe ich Wolle? Zufällig? Ja, praktisch. Marble, Limestone, Wolle, Wolle, Wolle. Wolle sieht es aus, wenn ich sie nicht. Dann brauche ich noch eine Schere. Eisen habe ich noch. Noch was verarbeitet? Ja, okay, ich hab noch ein verarbeitetes Eisen. Können wir das hier erstmal quatschen. Und eine Schere. Ein Schafe waren, glaube ich, irgendwo da hinten. Oder sind hinten nur Kühe. So, was macht ihr denn jetzt? Lustige Sachen. Ich also, baue heißt, du willst nicht drüber reden. In der letzten Aufnahmesession immer noch diesen Berg ab. Da haben wir wie weit bist du damit mittlerweile? Willst du es dir angucken kommen? Wenn ich suchen darf? Was suchen? Du weißt, was ich meine. Ich habe das immer noch nicht gefunden. Das... Hast du Lapis, Robert? Ja, das kann sein. Wofür brauchst du Lapis? Ich brauche einen Lapis-Block. Kann ich diese blöden Setzlinge geben? Du musst auch das Setzlinge haben, hast du gesagt, oder nicht? Nee, brauche ich die nicht mehr. Jetzt habe ich was anderes genommen. Oh. Dann nicht. Nein, Robert, du darfst hier nicht suchen. Ich glaube, ich komme gleich trotzdem mal vorbei. Gerne. Das ist ein Problem, brauche ich das Hüter da. Okay, ich habe mittlerweile eingeschmolzen hier vorne. Oh, falsch. Hier wollte ich was machen. So, ja, ist eingeschmolzen. Aber dennoch, der Berg ist, sagen wir, zu 60% abgebaut. Du bist ja fast fertig. Wolltest du nicht auf den Berg deinen, ja, aber ich habe gemerkt, der Berg ist zu klein für den Turm. Achso. Hätte ja kleinen Turm dahin bauen können. Ja, aber das kommt meiner Burg ja nicht gerecht, wenn ich da so einen 2x2-Turm baue. Könnten
könnte man theoretisch Glück drauf machen. Aber nur theoretisch, Speed. Robert. Die hat höheres Mining Speed. Fuck, was ist das für ein Scheißmaterial? Fuck. Ich glaube, da würde ich die blaue dann lieber für nehmen. Och nö, jetzt habe ich voll das Metall geschmolzen. Fuck. Kann man hier theoretisch mal Glück drauf das machen? Das ist nicht gut. Mach ich das jetzt gleich mal. Wie mache ich den Luftspitzhack mit Lapis, nehme ich mal an, oder? Nee, einer muss da hin. Kobalt-Andit-Hammer. Perfekt. Den habe ich jetzt. Jetzt muss ich mal eben das Buch gucken. Nach Luck. Hier hinten haben wir Modifiers. Das ist Haste, Luck. Okay, für Lapis bekomme ich einfach dann. Okay, muss ich einfach mal Lapis draufnehmen. Wo habe ich einen Lapis? Lapis reinformen oder muss ich da Blöcke drauf machen? Ich glaube, das ist egal. Dann mache ich da Lapis Blöcke drauf, sieht cooler aus, bestimmt. Und schon gar keinen Einfluss. So, die Spitzhacke und Lapis. So, was ist das denn? Brauche ich nicht mehr. Kann ich ja Lack in. Mehrere Stufen, wie viele Stufen hat die? Wo sehe ich, wie viele Stufen Modifier Slots meine Spitzhacke hat? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Ding nicht, Robe Post im Teil. Ich hab's zu Werkzeug nix. Lack 1. Und wie viel Lapis brauche ich denn dafür? Robert, ey. So. Ist nicht dein Ernst? Okay, da brauche ich, wie es aussieht, sehr viel Lapis für. Was muss ich damit schon mal anfangen? Ja, okay, ich habe sehr viel Lapis, glaube ich, einfach nur sinnlos weggeschmissen. Lapis, genau. Wie habe ich sinnlos weggeschmissen? Oder ist das der Kurs auf Französisch, Lakis? Ja, ja, bestimmt. Ja, dann fangen wir nochmal Henry, der Französisch-Experten. Unser eigener Französisch-Experte ist praktisch sowas zu haben. Siehst du aus? Ja, das ist nämlich unser Paris-Außenkorrespondent. Ja. So einen habe ich schon. Jetzt brauche ich noch Lohnrouten. Lohnrouten. Ich wollte das nochmal in den Nether gehen. Aber ich wollte mir doch ein anderes Schwert machen. Ein schnelleres Schwert. Das war mir ziemlich, fand ich ziemlich langsam. Hier haben wir das normale Medium Damage Speed, Sweep Attack and Use Offhand. Longsword ist auch langsam. Macht wenig Schaden, ist dafür sehr schnell. Das klingt doch erstmal schon mal gut. Und sehr viel häufiger mit zuhauen. Du kannst mit der schweren Waffe zuhauen. Warten, bis die aufgeladen hat wieder. Oder ich nehme halt einfach die. Also eine Watch, Klinge und ein Verbindungsstück. Was habe ich davon entsonnen? Okay, aber das Verbindungsstück und die Klinge für. Das war das kleine Verbindungsstück, das hier. Und welche Klinge muss da drauf? Da muss. Ja, Mann, ey. Die Klinge drauf, würde ich sagen. Ist dieser Block. Zum Glück gibt's keinen Explosionsschaden mehr bei mir. War da ein Creeper? Ja, da war ein Creeper. Oh shit. Oh, erstmal soll ich das vielleicht Gold einschmelzen, das hilft vielleicht. Mal gucken, wie viel Gold braucht so eine Platte, Henry, weißt du das? Was für eine Klappplatte? Wenn ich eine Gussform schmelze. Zwei müssen das, glaube ich, sein. Zwei? Ja. Welche jetzt sehen. Okay, kann ich schon mal ein Buch gucken, aus was ich das denn baue. Dein Obsidian und Kohle. Oh Gott, wie viel Obsidian haben wir noch? Sicherheit nehmen wir viel. Doch, ein bisschen. Was habe ich denn mein Schwert gebaut? Das habe ich aus Lead gebaut. Manylium und Lead. Ja, Manylium. Ja, kann man machen und Lied war Gift, glaube ich. Ja, es war Gift.
Sieht ja erstmal ganz gut, das kann ich ja glaube ich theoretisch beides wieder nehmen. Habe ich mal die Hyliumbarren? Einen. Kann gerade einer schlafen gehen? Oder gleich, wenn es Nacht ist? Eigentlich wollte ich nochmal auf Enderman. Okay, ja, dann ich auch. Den ja, dann mach das. Das ist nämlich echt. Ja, es kostet zwei, Henry. Achso, doch zwei. Weißt du, wenn ich Enderman überhaupt hätte? Ich habe nämlich kein Enderman bei mir. Ja, wie viel braucht das? Das braucht zwei Manylium. Die habe ich ja jetzt hier drin. Okay, was braucht das hier? Ein Lied. Komm, drop it. Da ist okay, er. Okay, ein Lied. Ein Lied? Lied, ja. Ich finde Thriller von Michael Jackson ist ein gutes Lied. Nee, Lied in Form von Blei, glaube ich. Was? Ich dachte, Robert. Gesundheit. Was ist? So, habe ich die Dinger denn noch? Ey, hi Zombie. Das ist nicht nett, mich zu hauen, ja? Hab ich den Scheiß irgendwo noch in irgendeiner Kiste? Okay, ich glaub nicht. Den Lied kann ich schon mal da reinfüllen. Und jetzt guck mal, was habe ich denn hier noch das gebaut? Ich habe dann noch Kobalt drauf. Sand. Es gibt Kobalt, Leichtgewicht. Ja, das wäre vielleicht kluger, das drauf zu machen. Das ist ja Quarz, Redstone. Das muss nach unten. Dann muss der da rein. Welche Klinge? Mal gucken, welcher Stab da drauf. Dem anderen muss der einfache Stab drauf. Wo ist die Klinge? Was war das noch? Ja, der einfache. Rahmquarz. Mal zwei Kobalt mit zwei dürfen dafür, glaube ich, reichen. Okay, nehm lieber drei mit, bevor es gleich nicht reicht. Okay, einen kleinen so, Stab. Hab ich die? Das ist fertig, da kann das schon mal da rein. Muss ich nur noch warten, bis das geschmolzen ist. Kann ja gucken, was da. Oh, kostet sogar nur ein. Ja, okay. Ich die, du musst dich nochmal brennen. Geht das hier auch weiter? Habe ich schon so. Das kann ich mal nach Enderman gucken. Flur, Staub und Sand. So, hier sind nur Küken. Heute Morgen hatte ich noch irgendein gutes Diskussionsthema. Als ich aufgestanden bin, ist mir irgendein cooles Diskussionsthema eingefallen. Wo ich mir dachte, das musst du dir merken für die Aufnahme. Ich hab's vergessen. Ja, rat mal, was ich mir nicht gemerkt habe. Das Diskussionsthema. Ja. Easy. Oh. Meinst du, es fällt dir wieder ein oder nicht? Ich überlege gerade die ganze Zeit schon. Ich ärgere mich gerade total. Okay, war es ein politisches Thema? Nee, da weiß ich schon, dass ich bei euch auf nicht viel treffe. Ja, deswegen, habe ich gefragt. Weil Politik ja irgendwie nicht so euer. Nee, nicht so euer tägliches Interesse trifft. Aber was ich mitbekommen habe, Thema Politik ist, das ist schon, ich glaube, zwei Wochen her oder sowas. Das ist ja, hier das Gesetz zur Regelung hier von Traffic. Dass die einen bestimmte Dienste bevorzugen wollten und sowas, was das war. Das ist ja vom Tisch wieder, weil die sich nicht auf einigen konnten. Ja. Da hatte ich auch was von gehört. Habe ich mich aber nicht so eingelesen. Ich habe vergessen, wie die Nummer von dem Gesetz war, aber das wäre jetzt nur nicht geworden, weil die sich einfach nicht einigen konnten auf den Gesetzesvorschlag. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen peinlich. Das passiert so häufig, habe ich das Gefühl. Ja, Alter, das ist doch, das ist ja quasi das Prinzip von Politik. Ja, habe ich gemerkt. Du hast eine Idee, aber die kann erst, oh Gott. Es ist viel einfacher, einfach ein Gesetz halbfertig einzuführen und das dann notfalls anzupassen. Anstatt dass ja, das keiner drei Jahre lang zu diskutieren, sondern im Endeffekt passiert dann doch nichts. Ja, aber das ist ja das Prinzip, das Problem. Du kannst in der Politik erst was einführen, wenn du ein klares Konzept hast. Oh. Alter, warum legst du nicht so was bekommen haben, waren die irgendwie ja recht viele dafür, recht viele dagegen. Und im Endeffekt waren irgendwie doch irgendwie die meisten dafür, aber dann ist doch nichts passiert, weil sie sich nicht einigen konnten, wie sie es jetzt umsetzen wollen. Genau, und du kannst halt, also sag ich mal, wenn du die Idee hast, jo, wir wollen, keine Ahnung, boah, jetzt, mir fällt kein Beispiel ein, wir wollen irgendwas machen. Ja. So, und dann ist das so, okay, cool. Wie ist dein Vorschlag? Ja, weiß ich nicht. Mach du einen. Ja, ich habe auch keinen. Ja, okay, hat irgendwer einen? Nein? Okay, vom Tisch. Ja.
Aber das ist ja das Ding, du hast als Politiker... Das kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Du musst einfach nur mal was machen und nicht immer darüber reden. So gefühlt. Ja, aber natürlich, die müssen drüber reden. Ja, natürlich, aber die reden 3 Jahre da lang und am Ende sagen sie, okay, ist nichts draus geworden. Ja, weil keiner einen guten Vorschlag macht, womit alle oder die meisten zufrieden sind, weil... Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es gibt halt dieses Prinzip von, jo, wir machen was, aber keiner hat eine Idee. Boah, jetzt habe ich mich erschrocken. Hi. Hi. Würde es hiermit nicht theoretisch schneller gehen? Ja, aber ich habe meinen Hammer zu Hause gelassen. Okay. Ich habe so einen Eisenhammer oder was auch immer das Paul mir gemacht hat. Ich habe noch keinen Enderman gesehen, nur so. Ich habe welche, aber ich habe mein Spiel so hammert am Lenken, dass ich einfach nicht kämpfen kann vernünftig. Ja, komm ich mal zu dir. Bist du gerade Robert? Ey, ich lauf gerade zu Henry. Hey, das ist Robert. Warum? Wie sagst du eigentlich von deiner Burg die Ecken auch noch mit, hier für dein Gebiet, genommen? Wenn du nur die Mauer nehmen willst, könntest du dann theoretisch ein bisschen mehr, claimen, als nur die Ecken. Ja, ich, hatte ja quasi... Deine Burg ist ja auch nicht genau 200 oder 200, weil du die ja, schräg da reingesetzt hast. Und nicht wirklich von Ecke zu Ecke. Ja. Aber bei, ich wollte halt in die Ecken quasi, dieses Gebiets, wollte ich, die, das Dorf, Felder, Viehzucht, also sowas alles mal, würde ich da reinbauen. Kann man ja theoretisch machen. Verpiss dich, Robert! Geh weg! Ich such doch nur Enderman! Warum spawnen hier unten die, das ist der erste, den ich gesehen habe, aber das ist meiner, wüsste ich. Ja, ich suche schon weiter. Warum spawnen hier unten in meiner fucking Höhle so viele Monster? Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht schlecht ausgeleuchtet. Nee, hier ist alles ausgeleuchtet, deswegen. Brauchst du irgendwie ein bisschen Hilfe gerade? Kann ich dir das nicht sagen, Henry, woran das liegt. Roger, geh weg. Das sind meine Monster. Hier sind aber auch keine Enderman. Verstecken sich alle. Die haben alle Angst vor mir. Das verschwinden die. Du bist halt alle verscheucht, Robert. Geh weg. Da, ich habe einen gefunden. Komm her. Ich weiß, dass du geschützt werden möchtest von mir. Sturzangriff! Hey, komm zurück. Warum sind die jetzt? Wo bist du hin? Nein, da. Ey. Komm her. Komm her. Ich kann nicht mehr meine Sachen holen, weil die einfach 50.000 Monster rumrennen. So, hab eine Enderperle gekriegt. Jetzt habe ich genug Enderperlen. Perfekt. Ich brauche noch ganz viel, aber ich glaube, ich ein Sachen schweres dran. Schwert und ein sehr schnelles Schwert. Jetzt gleich, sobald ich das gecraftet habe. Alex, wenn du bereits Maschinen hast, dann baue doch einfach auch mal einen Jetpack, damit du ein bisschen leichter durch die Gegend kommst. Auf Land müsstest du ja können. Bin ich gerade ein bisschen zu faul für. Ein einfaches Jetpack ist sehr einfach zu craften und auch sehr einfach aufzufüllen. Kannst du mit jedem Generator einfach auffüllen. Dann die teuren Anzüge, die brauchst du spezielle Geräte für, wie ich ja herausgefunden habe das letzte Mal. Boah, ich habe mein Jetpack ja in meine Rüstung eingebaut, was ganz praktisch war. Theoretisch könnt ihr euch jetzt ins Bett legen, wenn ihr wollt. Oder sucht Henry noch? Ja, ich suche immer noch, Robert. Okay. Du meine Enderman. Wie viele Enderperlen brauchst du denn noch? Einige. Was willst du mit so vielen Enderperlen überhaupt machen? Ja, das sag ich dir nicht. Muss ich mal kurz auf Enderperlen craften kommen. Das kann da so nicht weitergehen. Sachen, die ich brauche, Robert. Was denn sonst? Irgendwann muss ich das ja rausfinden. Glaube ich nicht. So. Das muss ich vielleicht noch einschmelzen. Das sind jetzt 20.000 Zombies rum, klar. Meine Fresse. Das kann ich auch schon wieder rausholen. Das kann also ich. Irgendwie 50.000 Zombies hinter mir, die dem hereiern, ist doch klar. Warum ist das so? Ich hab 2 Gold drin. Na komm, gib her. 2 Gold hol ich auch noch eben raus. Mitgenommen. Muss ich noch mein Schwert zusammenbauen und dann habe ich auch noch ein schnelles Schwert für den Notfall. Weil das muss halt immer sehr lange aufladen hier. Und das ist immer nervig. Okay, da ist der letzte Teil. Blitzwort. Okay, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Habe ich hier Ex drin oder habe ich Ex hier drin? Ich glaube, ich habe beiden Eier. Okay. Ja, muss reißen, brauche ich nur noch. Was brauchte ich noch? Lohnrute, glaube ich.
Was hast du? Alex. Was? Ich? Ja, ich hab. Ich überleg grad, was das Thema war nochmal. Kommst nicht drauf? Ich komm wirklich nicht drauf. Wir werden schon irgendwann ein Thema finden. Kann nur ein bisschen dauern. Wie viel Energie habe ich noch? Okay, noch genug. Boah, der Hammer ist ja so scheiße langsam, ne? Du hast auch einen Eisenhammer. Du musst einen aus Kobalt bauen, der hat eine höhere Geschwindigkeit. Das heißt, es addieren sich halt die Länge von allen Blöcken, die du abbaust, für die Speed, die du hast. Das heißt, wenn du jetzt neun Obsidian mit abbaust, dauert das ziemlich lang. Ne, ich baue ja gerade 9 Steine mal ab. Du musst einen aus Kobalt bauen und dann hast du da eigentlich. Dann hast du ja. Kobalt hat ja einen generellen Mining Speed von 12. Was schon relativ schnell ist. Weiß einer mal, wo die Festung war? Ich war irgendwo in die Richtung, meine ich. Ich weiß es nicht mehr. Bei Ewigkeiten nicht mehr im Nether. Ich auch nicht. Ich war auch schon länger nicht mehr hier. Ja, das Portal von denen ist da. Muss das ja irgendwo in die Richtung sein. Hallo, Gast. Ich will nur nicht die Lava fallen, dann ist alles in Ordnung. Wie repariere ich nochmal so einen Hammer? Muss hier ein Sharpening-Kit machen. Schmelzen, gießen, wie auch immer. Ja, weil mein Hammer ist jetzt schon wieder kaputt. Nee, du gießt dir einfach, ich glaube, mit 2 Eisen ein Sharpening-Kit, das machst du da drauf und ist das wieder Full Life. Das geht eigentlich relativ einfach. Ich kann mein Spiel wieder laufen, ey, ist das scheiße. Was ist mit deinem Spiel denn? Ich hab grad ein Standbild. Hast du zu wenig RAM gegeben? Zufällig? Nö. Aber was hab ich irgendwie. Läuft doch irgendwas anderes im Hintergrund? Nö, überhaupt nichts. Was ist das erste Mal, was das Spiel so hart am Ruckeln ist? Ich hab jetzt seit 2 Minuten ein Standbild. Okay, ist aber komisch. Ja, das ist letzte Aufnahme hab ich ja glaube ich nicht, oder? Ich hab die Festung gefunden. Das hatte ich noch nie vorher, Robert. Dass das so hammerhart hängt. Ich kann nichts machen aktuell. Okay. Und noch kann aber nichts mehr gerade, weißt du? Das sind 2 Skelette. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich den Berg schon fast ganz weg habe. Wie lange hast du da alles gesessen? 4-5 Folgen. So schnell ging das? 4-5 Folgen, das sind 2 bis 2,5 Stunden. Ja, ich weiß, das ist ziemlich lang, deswegen frage ich ja. Ach, dieses blöde Skelett. Komm da nicht ran. Ich sterb. Verdammt lang gedauert. Sterb, Skelett. Sag du sollst. Ich sterb jetzt. Ja, bin ich halt auch ganz so oft. Noch 1,5 Herz. Muss ich mal eben hochheilen. Liegt daran, weil ich so wenig Rüstung hab. Muss da auch nochmal Diamanten in Stecke Rüstung bauen. Wo bist du hin? Triffst mich niemals. Oh, er schießt wieder. Hab dich getroffen, na toll. Let's go. Nicht verbrennen! Heil dich! Boah, das ist aber auch knapp hier! Ey! Jetzt verbrenne ich! Muss ja irgendwie sagen, ich hasse Lohn. Auch schon? Ja. Wer nicht? Vor allem, jetzt muss ich mich da irgendwie hinbauen. Weil mein Jetpack ja kaputt ist. Ja, jemand sollte mir zu helfen? Ich habe immer ein Standbild, ich kann ja nichts machen, Robert. Geil, oder? Steht so irgendwo draußen rum, oder dass ich irgendwas machen kann. Wieso sterbe ich eigentlich so häufig? Stimmt doch was nicht. Warum sterbe ich so selten? Aber Jungs, ich hab's euch ja schon erzählt, meinen krassesten Troll habt ihr noch gar nicht mitbekommen. Ja. Du hast einen Troll gemacht?
Das habe ich euch doch, Das habe ich euch doch, wann war das, Samstag bei mir habe ich euch das erzählt. Ja, kannst du gleich weiterziehen. Die Folge ist heute erstmal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao. Ciao.